Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge meines Let's Plays von Black Desert Online. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja vom Schwarzgeist ein bisschen rumscheuchen lassen. Und diesmal werden wir auch mal ein paar mehr Quests erledigen. Wir gehen nämlich Vogern knüppeln. So, jetzt ist wieder guter Rat teuer. Wo stellen wir das Pony hin? Pony stellen wir, glaube ich, hier hin. Was rennt denn da Böses rum? Was sind das für Viecher? Ach, das sind die Salamander. Ich glaube, die greifen das Pony gar nicht an. Hoffe ich. Oh, hier ist ja was los. Okay, gehen wir erstmal ein paar Kaulquappen verprügeln. Wir fangen klein an. Sehe schon, wir brauchen hier alles, was rumrennt. Hallo? Riesensumpfvogeln, 10 Stück. Hoppla, ja. Oh, gut, das Netz kann man also nicht durchschlagen. Hey, du da, ich rede mit dir. Ja, schön sammeln. So, gewinnen Wissen, sehr schön. Das gehört nämlich auch mit zu einer Quest. Wir sollen uns hier einiges an Wissen aneignen, vor allem auch über die Gebäude von denen. Ach, wieder bloß einen erwischt. Menschenskinder. Wenn man sich das einmal falsch angewöhnt hat. Na, immerhin zwei. Aua. So mag ich das. Einfach hochprügeln und alles niederknüppeln, was hier kreucht und fleucht. Oh, Level up, Level up. Hat man Level up? Ich glaube. Es wurde ein neues Talent erlernt. Zornübertragung. Nein, ich will meinen Zorn nicht übertragen. Meinen Zorn behalte ich ganz gern selber. Oha. Gott, kann ich jetzt wieder alles lernen? Oh, ich komme jetzt mit. Diesmal hat es auch geklappt. Garstiger Krieger. Stirb! Eieiei, was haben wir denn jetzt alles gekriegt? Moment. Ach, herrje. Was nehmen wir denn da? Ich nehme das. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke da eigentlich immer auf die Tastenkombinationen, welche für mich einfacher sind. Gut, ich lese mir meistens schon auch durch, für was das gut ist. Aber ich behaupte mal, ich habe da komplett falsch geskillt. Ich habe mich jetzt auch noch nicht schlau gemacht, ob es da irgendwie für welche oder für bestimmte Klassen die Skillung gibt, die man unbedingt haben soll. Gibt es ja immer so bei MMOs. Oder verschiedene Skillungen für mehr Aushalten, für mehr Schaden. Aber bis jetzt kommen wir ja ganz gut durch, also ich denke mal, da besteht erstmal kein Handlungsbedarf. Falls wir natürlich irgendwann mal so eine halbe Stunde an einem Monster rumschnitzen, dann sollten wir uns Gedanken machen, ob irgendwas nicht stimmt. Ah, Shift und F, okay. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ja, Shift und F ist es. Okay. Ja, ich übe immer noch. Es gibt ja ziemlich viel Kombos und die ganzen Tastenkombinationen und Shift und linke Maustaste und rechte und mittlere und überhaupt. Muss mich doch mal an so eine Übungsgruppe stellen.
dass ich mal die ganzen Tastenkombinationen alle verinnerlich. Oh. Was war das wieder? Zurückfordern. Okay, das gehört. Das Grenzziel haben wir auch erreicht. Tötet und. Ne, zerstört Unterstände der Sumpfvogelschützen. Da fehlt uns noch einer. Was will denn der Schwarzgeist? Also, mein lieber Schwarzgeist, jetzt ist wirklich ganz arg schlecht. Was sucht denn die Soldi da immer Schönes? Was ist das? Wildkraut. Irgendwas soll man hier auch sammeln. Also stimmt, zweimal Feuerblattblumen. Natürlich, Trockenmännglas. So, was möchte er denn? Ja, bitte. Konntet ihr im Kampf einen Unterschied zu den Nagas feststellen? Ich schon. Vogern gehen über Leichen. Mit AI. Schwarzgeist, nein, irgendwie. Nein. Ich werde wie der Engel auf eurer Schulter sein, der euch auf den richtigen Weg lenkt. Das könnt ihr doch nicht ablehnen. Nein, natürlich nicht. Vogern, die Magie nutzen. Manche Vogern können doch tatsächlich zaubern. Wie haben sie das nun geschafft? Au. Ich möchte hier nicht unterbrochen werden. Hallo? Absolute Unverschämtheit. Ich meine, ich mag es ja schon nicht, wenn man mir dazwischen quatscht. Aber wenn man mir beim Vorlesen eine reinhaut, das mag ich noch viel weniger. I'd like to observe Fogans more closely. I heard that Commander Maul of Southern Guard Camp is interested in studying. Ja, Schwarzgeist. Moment. Jetzt. Wir wurden jäh unterbrochen. So. Sie sind zwar einigermaßen intelligent, aber trotzdem. Nun, wenigstens ist ihre Magie nicht allzu stark. Was möchte er denn jetzt? Guck mal, Vogern die Magie nutzen. Einige der Vogern sind in der Lage, Magie zu kanalisieren. Setzt dem Spuk ein Ende. Ach, er hat es ja schon wieder netterweise markiert. Wahrsager. Ja, besser als Ja-Sager. So, drei Stück Gulaben. Bitteschön. Und da plärt er auch schon wieder. Ich glaube, wir bringen uns da oben wieder in Sicherheit. Und irgendwas ist hier noch. Hier ist immer noch was gelb markiert. Wahrscheinlich der Hund. Oder was habe ich hier auslassen? Ah, vom Hund. Alles klar. So. Was ist es diesmal? Das hat doch gut getan. Nun ist es an der Zeit für eine neue, noch schwierigere Herausforderung. Immer her damit. Oh, ein Boss. Boss Vogan Prinz Titium. Titium. Hey, wisst ihr, vor was diese dummen Monster am meisten Angst haben? Es ist, dass sie ihr Gebiet verlieren. Für sie ist das ihre Heimat. Naja, ich denke, da hat jeder Angst davor, oder? Das Erobern und Zurückerobern macht Spaß, oder? Vernichtet jetzt alles, was euch im Weg ist. Was gibt's denn hier Hübsches? Ohrring. Ja, das machen wir. Natürlich. Wenn wir bloß gucken, da kriegen wir ja wieder so eine... Genau, Beschwörungsrolle. Sind mein Lämpchen schon wieder abgelaufen? Na klar. Zehn Stück. Okay. Ja,
Jetzt sehen wir nämlich auch wieder was. Dann werden wir uns mal als Boss beschwören machen. Oh, der hat sich drei Tier. Oh Gott. Aber schon sehr, sehr geil gemacht. Oh. Sehr, sehr geil gemacht, aber sehr schnell tot. Ich will auch so ein Reittier. Kann ich's haben? Und tschüss. Zack. Jawohl, Herr Schwarzgeist, Sie wünschen. Ich hab's erledigt. Doch, was nehmen wir da jetzt dafür? Halskette habe ich schon bessere. Ohrring. Schaut, dass es dann die beide Ringe anzeigt. Ja, jetzt ist natürlich guter Rat teuer, gell? Nehmen wir jetzt den Ring oder den Ohrring? Also wirklich gefällt mir da gar nichts davon. Nehmen wir einen Ohrring. Ja. Und das nächste. Oh, wir kriegen noch ein Geschenk. Was kriegen wir denn noch? Schön, wieder eine Inventarerweiterung. Die nehmen wir natürlich an. Ein als Kultist verkleideter Soldat. Weder Fogan noch Nagas werden sich für eine Weile in eure Nähe wagen. Gerüchte über euch haben sich unter ihnen verbreitet. Oh, das ist gut. Habt ihr übrigens gehört, was die Soldaten erzählen? Sie sagen, dass irgendein Kloster von Kultisten besetzt wurde. Was für ein Kloster? Einer von ihnen ist auf verdeckter Mission dort. Was macht er dort? Findet ihr nicht auch, dass das verdächtig klingt? Oh ja, sehr verdächtig. Ja, ich mag das Geschenk. Ich mag überhaupt Geschenke. Wer nicht? Und wieder ein Inventarplatz mehr. Ja gut, es sind noch sehr, sehr viele. Und wie ich das sehe, schickt er uns wieder auf direkten Weg dahin. Natürlich. Mal das Pony rufen. Was gibt's hier schon wieder Neues? Das können wir alles zumachen. Das ist alles neues Wissen. Neue Geschichten. Und wir können wieder was lernen. Schattenbombe. Also die duftende Falle nutze ich so gut wie gar nicht, auch wenn es recht hübsch aussieht. Das ist ja die Rose, die man da beschwören kann. Oh, das machen wir. Das ist erstens ist das was? Shift und Leertaste. Geistige Sättigung. Wandelt die Energie der Natur in LP. Achso, nee, das muss man aktivieren. Das ist kein passives Talent. Dämmerung. Nehmen wir Narbenstreich. Das ist dann das nächste. Permanente Narbe. Okay. So. Tico, auf geht's. Ich guck, dass ich dich wieder irgendwo in Sicherheit abstellen kann. Eine Quest! Eine Quest! Huch, wo ist mein Pony hin? Pony? Hallo? Oh, da ist es. Gott sei Dank. Huch. Farbenfrohe Banner. Okay, er möchte Stoffstücke von den Kultisten. Ich glaube, das lässt sich einrichten. Ja.
Wow. Nein, nein, Tico. Das ist zu nah. Du bleibst lieber hier. Das ist mir sonst zu gefährlich. Da bin ich wieder nur am Rennen dann. So. Jetzt dachte ich, der steht wieder auf. Lauf, du bist frei. Du bist eine Taube, breite deine Flügel aus und flieg. Was ist denn das hier für ein Zeug? Aber das steht immer nicht dabei, gell? Da steht immer bloß Busch und Unkraut und Strauchwerk. Sammelt intakte rote Umhänge von Kultisten. 3 von 4. Ich muss die zwar noch nicht befreien, aber ich mach's trotzdem. Oh Mist, wieder so knapp. Aber jetzt. Wir hauen ja einfach alles kurz und klein. Nimm das, Kultis. Dass ich den nicht mit tot haue, ist auch schon ein Wunder. Na? Bestes Ziel erreicht. Aber das vom Schwarzgeist haben wir noch nicht. Du wirst dich hüten, dich da so hinterfotzig anzuschleichen. Also bitte, ja? Eigentlich können wir jetzt... Es ist nur nicht so weit weg. Jetzt bringen wir dem mal schnell seine Umhänge. Aua, was war das? Huch. Ein kleines Leck. Ich glaube, Funk macht es immer dann, wenn die Energie leer ist, oder wie ist das? Es macht immer Funk, wenn meine Energie komplett leer ist. So, bitteschön. Viel Spaß damit. Ich wollte gerade sagen, können wir da abkürzen, aber nein. Da über die Felsen werden wir schlecht kommen. Ein Elch. Huch. Ja, ja, ich tu dir doch nichts. Was war denn das da? War da irgendwie dein? Irgendwas ist da drunter. Also bestimmt irgendwo ist wieder so ein verborgener Höhleneingang. Schwert wegstecken. Kommt nicht so gut. Postenverwaltung. Death to heretics. Just kidding. Surprised. Okay, können wir was Neues lernen. Und wir bekommen eine Quest. Die gestohlenen Befehle. Lass mich raten, du willst sie wieder haben? Have you heard of Kazarka, the Lord of Corruption? Ein Zwerg. Was will der Zwerg? Zwerg scheint mir kampflustig. Aha, er muss meine Fähigkeiten prüfen. Na, bitteschön. Kein Problem. Neues Wissen. Finstere Götter der Dunkelheit.
Und da sind auch schon die nächsten Questziele. Nimm dies und das und überhaupt alles. Aber es ist gut, dass man hier immer relativ viel Quests auf einen Haufen erledigen kann. Da spart man sich einen Haufen Rumgerenne, muss ich sagen. Also da haben sie sich schon was dabei gedacht. Es ist ganz selten ist mal eine Quest dabei, wo ich ein bisschen rumsuchen muss. Also da habe ich wirklich schon chaotischere und unübersichtlichere MMOs gespielt. Wenn man vergleicht ja auch doch immer so ein bisschen. Oh, na da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Kultistenausrottung. Das sind natürlich wieder einige, gell? 20 von 35. Irgendwas ist da hinten noch anmarkiert, aber wahrscheinlich. Ach Gott, hier sind ja so viel. Und die kann man wirklich alles zu Gloom Power hier. Na? Natürlich, das jetzt nicht. Ich sag's und schon funktioniert's nicht. Oh. Bleib tot! Krach, Schepper. Okay, da haben wir jetzt auch schon 3 von 5. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, da kriegen wir wahrscheinlich noch eine Quest. Und tatsächlich, weg da, ich will die Kiste. Weg! Stell dich nie zwischen du und ihre Beute. Ja, stirbst denn du jetzt mal? Was war denn mit dem los? Silberner Schlüssel. Ja, wir haben noch einen. Oh. Das war jetzt aber mal ein zäher Kamerad. Hallo. Questziel erreicht. Okay, aber irgendwas fehlt noch. Einiges fehlt noch, sehe ich gerade. Was gibt es denn hier Schönes? Nochmal eine Kiste vielleicht. Es wird so ein bisschen länger, stelle ich gerade fest. Vielleicht muss ich mal schnell. Schnell. Marktplatz. Eine. Mal gucken, ob es jetzt wieder besser wird. Da kam zwar ein Patch, also der hat es auch ein bisschen besser gemacht, aber als ich vorher in Heidel unterwegs war, ja, war nicht so arg schön. Okay, Questchen erreicht, jawohl. Wer lebt denn da noch? Wieder einer von der harten Wild. Ah, deswegen sind die so zäh. Ja, das sind doch Gegner nach meinem Geschmack. Jetzt ist bloß die Frage, was hat der mir da noch markiert? Ach, zum Abgeben. Wir sind ja schon fertig. Okay, dann können wir zurück zu Tico, zu unserem Pony. Nein. Irgendwo muss es hier rausgehen. Pony! Das ist mal. Oh, das ist ja auch falsch. Egal. Dann lassen wir lieber das Pony, wo es ist. Das ist ja immer noch das Blutkloster. Huch. Hat es uns wieder zurückgezogen. So, abschließen. Nächste Quest.
Surprise. Kämpfende Kultisten. So, was ist es jetzt? Don't waste your time with false beliefs. Ich sehe es gar nicht vor lauter abgeschlossene Quests. Jetzt müssen wir erstmal alles abgeben. Ja. Und die nächste. Okay, also der hatte nichts mehr. Was will sie denn jetzt? Kämpfende Kultisten. Tötet Riesenkultistenkrieger, zerstört Banner der Kultisten und Steinstatuen. Ja, Hauptsache, wir können was zerstören. Ein Riesenkultistenkrieger. Mich hat es schon wieder zurückgezogen. Hallo. Ich glaube, ich bin auch hier schon wieder vom Level her. Viel zu hoch, die sind grau. Deswegen fallen die auch so schnell. So, Banner, 1 von 5. Huch. Und das sind die Steinstatuen. Ein armes Schwert, wird es eigentlich nicht stumpf? Banner. 3. 5. Guten Tag. Es stört ja nicht, wenn ich hier ein paar von ihrem Zeug, ein bisschen was von dem Zeugs da kaputt mache. Ne, scheinbar. Dann ist ja alles gut. So nette Leute hier. Oh, 2 Steinstatuen noch. Oh, hier ist wieder alles voll. Ich glaube, wenn man hier mit einem niedrigen Level reingeht, also eigentlich mit einem passenden Level, dann ist man hier allein ganz schön aufgeschmissen. Das sind ziemlich viele auf einem Haufen. Ach, Schepper, Rums. Oh, da ist wieder so ein Starker dabei. Nicht schlecht. Also übermäßig Schaden macht der halt leider Gottes auch nicht. Da ist noch eine Steinstatue. Okay. So, dann gehen wir mal zum nächsten. Was ist da noch markiert? Neun von 10. Und da ist auch nochmal 10 von 10. Okay, auch abgeschlossen. Sehr schön. Wir haben schon wieder eine Belohnung bekommen. Was gibt es denn Schönes? Oh, wieder 10 Münzen der Familie Lauren. Oder Lauren. Dann gehen wir mal zum Abgeben. Oh, wie das auf der Minimap hier aussieht. Alles rot. Todeswallfahrt, ja. Kommt hin. Und ich sollte vielleicht auch irgendwann einmal den Groll des Schwarzgeists benutzen. Ich habe aber schon wieder vergessen, wie man den aktiviert. Just kidding. Surprised. So, und jetzt willst du was? Nochmal rein. Also gut. Auf ein neues. Zaubersprüche sammeln. 1 von 3. Die hat ja seltsame Wünsche. Okay, der hatte wohl keinen. Bestes Ziel erreicht.
So, jetzt sind die noch hier die drei Zaubersprüche. Ich war ja schon mal bei dem Blutkloster, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier nochmal hin muss und so viel Quests machen muss. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Gottes Willen. Ja, überprüf mal dein Dokument. Just kidding. Surprise. Oh, natürlich. Wer auch sonst? Ein Boss. Der Herr der Umnachtung, Muskan. Muskan ist der Anführer der Kultisten und er ist wahrlich eine Klasse für sich. Ihr könnt es sicherlich kaum erwarten, euch an ihm zu messen, wenn ihr euch da mal nicht zu viel zutraut. So, was gibt's hier? Fußspuren des Windes. Hm? Beschreibung, Bewegungstempo plus 50%. Dann gibt's hier einen Helm. Rüstung, die ist leider schlechter als meine Handschuhe. Und Schuhe. So, den Boss würde ich sagen, machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Kann man den hier direkt beschwören oder wo? Ach, tatsächlich hier? Hier. Nein, das war wieder ein Vorkommen. Menschenskind, der Isolde, du bringst mich ganz durcheinander. So, Kloster, Oberhaupt, Beschwörungsrolle. Mal gucken, ob der auch so übel ist, wie er aussieht. Ey, das zählt nicht. Ah, beweg dich doch. Ach so, ich hab kein... Oh, das ist ungut. Ach, schade. Dass die nicht irgendwie so Attacken haben, die One-Hitten oder sowas, dass man da ein bisschen mehr aufpassen muss. Sieht auch geil aus, wie die Bosse wieder despawnen. Don't waste your time with false beliefs. So, jetzt ist die Frage, was nehmen wir denn? Okay, bei dem Argerian-Zeugs gibt es scheinbar Set-Boni. Was gibt's denn da alles Schönes? Okay, 3 bis zu 3. Dann würde ich sagen, tausche mir der Helm aus. Was noch? Noch eine Quest. Xarka, Fürst der Verderbnis. Die nehmen wir jetzt wahrscheinlich an. Dann gucken wir jetzt auch gleich noch, worum es da geht. Vielleicht ist es wieder ein Boss. Ist es wieder ein Boss? Nein, das ist, glaube ich, noch kein Boss. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen für diese Folge noch nicht zum Ende, weil der Schwarzgeist schon wieder was will. Seht ihr? Immer quatscht mir da entweder der dazwischen oder ein Mob haut mich. Ach, wegen seinem Geschenk. Ja gut, das können wir gerade nochmal so durchgehen lassen. Nein, er hat tatsächlich noch was. Oder habe ich es jetzt nicht abgeschlossen? Ich habe es nicht abgeschlossen, natürlich. Okay, gut, dann war es erstmal von ihm. Zack, und wieder ein Inventarplatz mehr. Wunderbar. Okay, aber jetzt komme ich für diese Folge zum Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Freue mich wie immer, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und sage tschüss.